Hallo und herzlich willkommen zu Hype, The Time Quest. Hört mal, es ist ganz ruhig. Keine Musik, keine Umgebungsgeräusche. Und nein, ich habe das Spiel nicht auf lautlos gestellt. Da schwebt jemand. Und wieder Musik, oh mein Gott. Mein Freund, vor dir zu erscheinen kostet mich viel Energie. Ich kann nicht lange mit dir sprechen, sei nicht. In Anerkennung meiner Arbeit haben mich die Götter zum Hüter der Zeit ernannt. Für diese Eigenschaft spreche ich mit zu dir. Arnak bereitet einen Schlag vor, der wesentlich schlimmer ist als alles, was er bisher getan hat. Sein Turm ist kein Turm. Es ist eine riesige Sonne. Arnak will sie benutzen, um seine Herrschaft bis in alle Ewigkeit auszubauen. Um ihm entgegenzutreten, Heidi, musst du zuerst zur verlorenen Stadt zurückkehren, in die Epoche, in der sie zugänglich ist. Wirst dort erwartet. Und jetzt ist das Spiel schon wieder stehen geblieben? Nein, nur teilweise. Okay. Na, den letzten nehme ich auch noch. So. Oh, das sieht aber böse aus hier. Holy, holy, holy. So, wundert euch nicht, dass da unten jetzt ein Speicherstand mehr ist. Ich hatte einfach zwischendurch mal gespeichert, weil ich keinen Bock hatte, nochmal alles durchzuspielen hier. Das überschreiben wir jetzt einfach. Den hat es nie gegeben. Nein, 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 nein. So. Das ist ja wie bei Harry Potter hier. Versteinert wie Obelisk. So. Und da ist auch wieder Feuer entfacht. Dann müssen wir das einmal löschen. Wie geht es eigentlich unseren Trankvorräten? 611. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall noch welche kaufen. Oh, 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 oh. Da oben ist ja auch noch dieser Blöde. Komm her. Bam. So, der scheint relativ stark zu sein, den Zauber. Ah, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Halt erstmal. Naja, relativ stark, ja. Boah, das geht. Hab ich mir jetzt aber ehrlich gesagt fast mehr erwartet. So, du Rüstung da hinten, hast nichts gesehen. Halt, da ist auch noch eine. Bam. Also, wir müssen in die verlorene Stadt zurückkehren. In einer anderen Ära. Denn die ist anscheinend, hat die Warnak verschließen lassen. Logischerweise hätte ich auch gemacht an seiner Stelle. So. Und da ist auch wieder unser Freund der Bogenschütze. Um den wir uns jetzt nicht kümmern möchten. Nein. Dafür ist der König verantwortlich. Piu. Oh. Diesmal hat er sogar zweimal getroffen. Nicht so wie vorhin. Oh, da brauchen wir jede Menge Kräuter. Na gut, dass wir so viele haben. Dann ab nach oben. Yeah, ab nach oben. Ich mag auch die Filmmusik, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die. Heieieieiei. Den einen Hammer.
Eieieiei. Also gegen zwei solche Idioten hätte ich jetzt beinahe gesagt, ist schon heftig. So, jetzt müssen wir nur einigermaßen heil zur Sonnenuhr kommen. Ah, in die Richtung ist anscheinend etwas besser. Also hier war ja mega teuer. Gerade gar nicht. Eieieieieieiei. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier hin und reparieren unsere Rüstung. Für gigantische, teure 25 Plastiks. Von 10 Blumenkörbe. So möchte ich das überall sehen. Mann, oh Mann. Darum müssen wir uns auch noch irgendwann mal kümmern. Fürs Militär ist mir nicht... Aha, hier ist ein Ritter, der... Gut. Waren 25. Und wie viel kostete das jetzt in der vierten Ära? Das war doch irgendwie vollkommen Abzocke. Und ist ja nicht, dass es qualitativ jetzt irgendwie besser wäre oder so. Also. So. Dann werden wir uns jetzt noch mit roten Tränken eindecken. So, rote Tränke. Trefft eure Wahl. Dies sind mal so, das. So, tut mir leid, das Wahl. Dauert jetzt so, kurz. Das. Trefft eure Wahl. So, da. Ja. Eure Wahl. So, das. Trefft eure Wahl. So. Und einmal trefft können wir eure noch. Wahl. So, da. Gut, dann haben wir jetzt immerhin 6 Tränke und können davon einen gleich mal nehmen und okay. So, und jetzt als allernächstes müssen wir in die Ära des Herbstes, des Todes der Natur, wie unser guter Freund einmal sagte. Bei Tod gehört halt auch irgendwo dazu. Ich meine, das ist ja alles irgendwo ein Kreislauf. So das Leben an und für sich, sowohl in der Natur mit den ganzen Pflanzen, als auch von allen anderen Lebewesen, zu denen wir uns auch zählen dürfen. Oh mein Gott, wir sind Lebewesen. Ich wüsste gerne, wo der letzte blöde Bienenkorbe ist. Da gerade was gesehen oder war das nur gerade ein textureller Bug? Nein. So. Komisch. Da oben haben wir auch schon 25 Mal nachgeguckt. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir erwartet werden, wollen wir natürlich den, der uns erwartet, nicht warten lassen. Wer auch immer das sein mag. Das ist wirklich nur noch ein Geist. Merkwürdig. Äußerst merkwürdig. So. Das heißt, was wir das letzte Mal ausprobiert haben, es ist durchaus notwendig, nochmal hierher zurückzukehren. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Ich war mir zwar noch bewusst, dass wir da nochmal hinkommen, aber nicht, dass wir hier nochmal über diese Ära gehen müssen dafür. Ich will nur mal ganz kurz gucken. Die Tatze. Brauchen wir.
Ja, die Tatze brauchen wir. Und hier der Schmetterling oder Schmetterling, der Schmetterling oder Schmetterling. Ja, den Schmetterling brauchen wir. Wo ist er denn? Ach, da kommt er. Okay. Und das Blatt. Das da. Plang, tadam, tadam. Hopsasa und hopsasa und boing, 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 boing. Ja, diese Schwierigkeit von Jump'n'Run kann ich auch gerade noch so. Na, das war gerade nicht so. Also das entspricht, also ich muss schon sagen, dieses Spiel hat zwar einiges auf dem Buckel und ja, es ist ein Kinderspiel, aber es entspricht deutlich eher meinen Fähigkeiten. Ja, ist das bitter oder ist das bitter? So. So. Ups. Ach, der ist schon tot. Das ging aber schnell. Ich glaube aber, zumindest alle Zauber könnte ich diesmal bekommen. Der... Wow, 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 der kommt ja wieder. Oh, das wusste ich ja gar nicht, dass sie wiederkommen. Aber diesmal habe ich, glaube ich, wirklich Chancen, alle Zauber zu bekommen. Denn der eine, der... Oder die zwei, die mir fehlten, ich glaube, die habe ich schon. Das war zum einen hier der Eiszauber mit dem Rundrum-Dingens da. Adam. Dann war hier irgendwo noch einer. Versteckheld. Aber hier nicht und da drüben auch nicht. Ey! Da drüben auch nicht. Oha! Hier auch nicht und da auch nicht. War das nicht hier der letzte oder so? Hä? Ach, da. Hier war er. Vielleicht kommt von hinten dieses Riesenteil und spießt uns auf. Du bist jetzt Meister der Magie, Magica Glacia Drachen. Ja, der und irgendein anderer fehlt. Nee, der fehlte mir nicht. Aua. Wie gesagt, irgendwelche fehlten mir. Jetzt haben wir schon wieder ganz schön unsere Rüstung verloren. Oh, ein lila Trank. Ich liebe lila Tränke. Oh, was haben wir denn hier? Notar, aus Rot und Gelb hergestellt, symbolisiert Orange das Gleichgewicht des Geistes. Dies ist auch die Farbe der göttlichen Liebe, aus Gelb und Blau gemischt. Ist Grün die Farbe des Trostes und der Hoffnung, sie symbolisiert auch das erwachende Leben. Aus Rot und Blau gemischt symbolisiert Violett die... Klarheit. Violett ist auch die Farbe der Überlegenheit, überlegten Handlungen und des Gleichgewichts zwischen Liebe und Weisheit. Und jetzt habe ich schon wieder den Anfang vergessen. Also, Rot und Gelb, Gelb-Blau, Rot-Blau. Okay. Okay. Ich glaube, dann habe ich es jetzt. Dann müssen wir jetzt also erstmal zu Rot. Dann zu Gelb. Ah, und da hinten sieht man diese Farbe. Ah. Ah, foh. Ah, das ist ja ein Mister. Wir dürfen über keine Felder doppelt laufen.
Okay, dann müssen wir jetzt grün herstellen. Gelb. Und grün. Oh, diese wunderschönen Farben hier, das ist ja wunderbar. Ach, schön, dass wir über die Säcke laufen dürfen. Sonst wäre das jetzt etwas schwer geworden. Und blau. Und... Oh! Ich bin der Gott Drarek. Nein... Die Götter können sich nicht in die Belange der Menschen einmischen. Aber ich bin hier, um eine Ungerechtigkeit wieder gut zu machen. Gustus hat dir erklärt, was Barnak tun will. Es könnte ihm gelingen, dank eines Juwels, das er aus unserem Reich hierher gebracht hat. Ich bin hier, um dir das gleiche Juwel zu geben. So kannst du Barnak mit gleichen Waffen gegenübertreten. Damit dies Juwel seine volle Kraft entfaltet, musst du es in deiner Epoche am Himmel aufladen. Hier ist es. Du besitzt das Juwel der Götter. Ich habe noch nie eine so hohe Pixeldichte gesehen wie bei diesen Füßen. Oh mein Gott. Ich möchte jetzt nicht nach oben schauen. Barnak wird seine Herrschaft bis in alle Ewigkeit ausdehnen, wenn es ihm gelingt, die Sonnenuhr in dem Augenblick zu berühren, wenn sie keine Stunde zeigt. Es steht eine Sonnenfinsternis bevor, und die will Barnak ausnutzen. Du musst ihn schlagen und die Sonnenuhr zerstören, bevor die Sonnenfinsternis beginnt. Aber das ist noch nicht alles. Hör mir gut zu. Du hast dein Schicksal selbst bestimmt. Es ist das Schicksal eines Befreiers. Aber du hast deine Legende ausgelöscht. Jetzt musst du deinem Volk beweisen, wer du bist, indem du die vier Standarten, die Thoras über die Epochen hinweg gehabt hat, auf der Spitze des Schwarzen Turms vereinigst. Ich habe genug gesprochen. Vergiss nicht, das Juwel in deiner Zeit aufzuladen, die Standarten aller Könige zu vereinen. Okay. Die Kugel hier hinten ist weg. Nein, ich möchte nicht nach oben gucken. Auf dieses Niveau möchte ich mich nicht herablassen. So. Hajum und so schnell wieder raus. Das hat jetzt hier gar keiner gesehen. Yeah. Neun von zehn. Ist das nicht traurig? Ich finde das so traurig. Nolin. Nochmal mit Nolin reden. Du bist zurück. Ich bin... Du suchst die Standarte der Festung? Vielleicht haben die Männer vom Park der Tapferen sie. Und seit du uns verlassen hast, hatten wir Zeit genug, unseren Geheimgang fertigzustellen, der dorthin führt. Aber sei vorsichtig, die Armee des Parks ist jetzt sehr aggressiv. Hi. Vergiss, was ich dir gesagt habe, ehe du weggingst. Ich hatte dazu nicht das Recht.
Ich weiß, dass du eine Verlobte in deiner Epoche hast. Ich wünsche dir viel Glück. Ich wünsche dir auch viel Glück und vielen Dank, dass du wirklich so viel für uns getan hast. So, und diese Stelle möchte ich jetzt verwenden, um das Spiel zu speichern und das Spiel, diese Folge meine ich, zu beenden. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.